Hallo meine lieben Skorpione, ich grüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading. Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich muss mal eben die Karten vorbereiten, ihr Lieben, was ich jetzt auch gerade mal eben mache. Und ich lege mit dem Witch Tarot für euch, das ist ein allgemeines Reading. Denkt bitte dran, nur wenn du damit auch in Resonanz gehst, mach das zu deiner Legung. Ansonsten schau gerne nochmal in den Aszendenten, in deinem Venus- oder Mondzeichen vorbei. Wie du das Ganze kostenlos berechnen kannst, habe ich dir unten in der Infobox einmal hinterlegt. Ja, und wir schauen jetzt mal, was das Universum quasi für euch bereithält. Ja? Bereite die Karten mal eben vor. Liebes Universum. Dankeschön. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften, was ist wichtig und darf ich jetzt weitergeben. Liebe geistige Führung, bitte nochmal 4 weitere Karten, bitte. Danke. Oh, mein Gott, die sprudeln ja wie aus dem Springbrunnen jetzt hier. Eieieiei, jetzt muss ich mich mal eben bücken. Da ist auch noch eine Karte gefallen. Jawohl, ja. Ist ja nicht Wahnsinn hier. Schon wieder Wahnsinn, ihr Lieben. Da ist richtig Energie hier drin bei euch. Ja, wir starten und die erste Karte, ich muss mir eben die Kamera nochmal reinschauen, ja, könnt ihr aber so erkennen. Ja, die erste Karte bei euch sind die Liebenden. Die Liebenden ist eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 6, Sternzeichen Zwilling zugeordnet. Ja, bei den Liebenden geht es immer um Hingabe, um Erotik, aber auch Sinnlichkeit. Im Endeffekt das große Glück, was du in deiner Partnerschaft suchst. Ja, also Beziehung, Partnerschaft, Liebe, Verlangen, alles das trägt die Überschrift. Und zwar hier ist es aber wichtig, dass die Liebe von beiden kommt. Die Liebe ist auf Augenhöhe, wie man hier auch schon erkennen kann. Das ist also keine, ich sag mal, Pornoliebe, wo du gibst mir was, ich geb dir was, sondern hier ist es tatsächlich die Liebe, ja, auf beiden Seiten verteilt, die wahrhaftige Liebe, da kann man auch von reden, ja. In der Regel haben wir hier auch noch, im Hintergrund siehst du ja so eine Ruine hier, ne? Das ist in verschiedenen Kartendecks immer anders illustriert. In dem klassischen Rider-Waite-Tarot ist es halt so, oder Rider-Smith-Tarot ist es halt so, dass man da einen Vulkan im Hintergrund sieht. Den sehen wir jetzt hier nicht. Hier sieht man so alte Ruinen, die immer ein Symbol dafür sein sollen, dass ihr beide es in der Liebe auch nicht einfach hattet. Aber man sieht hier auch die Sonne und den Engel hier oben drüber, was immer bedeutet, dass eure Liebe, ja, die könnt ihr vertrauensvoll gehen, weil ja die Sonne und der Engel euch seinen Segen geben. Man könnte auch sagen, göttlich geführt. Und wir haben hier auch noch die Schlange, die sich hier so wegschlängelt. Die Schlangen symbolisieren immer möglicherweise eine dritte Person. Das kann sein, dass du zwischen zwei Personen noch wählen musst. Es kann aber auch sein, dass es eine Dreiecksbeziehung ist. Da kann ich euch nur sagen, da bitte vorsichtig, das sollte man nicht tun. Das wäre dann karmisch oder auch toxisch. Also die Möglichkeiten bestehen. Ich bin mal sehr gespannt und jetzt hört ihr gerade Sirenen. Okay. Ja, die Königin der Schwerter. Mit der Königin der Schwerter ist es klar, da ist eine Person, die ist immer sehr klar. Die Königin der Schwerter, wenn es um Entscheidungen geht, dann macht sie das immer mit Verstand. Und zwar sich befreit von Unsicherheiten, Verwirrtheiten und Abhängigkeiten. Ganz wichtig, weil wenn du unter Abhängigkeiten eine Entscheidung triffst, wird die nie neutral sein. Und das symbolisiert die Karte, dass du, wenn du eine Entscheidung triffst, soll die immer frei sein von Unsicherheiten deinerseits, von Verwirrtheiten, Abhängigkeiten, sondern du sollst die treffen mit einem kühlen Kopf, vor allen Dingen in der Wahrhaftigkeit sein, mit dem nötigen Mut, die nötige Stärke und die nötige Zuversicht. Du kannst es hier mit einem Luftzeichen zu tun haben, einem Zwilling, eine Waage, einem Wassermann. Es kann auch ein Ratgeber sein für dich, eine kluge Frau, zumindest immer 100% zukunftsorientiert. Aber hier geht es um, die Energien können auch gespiegelt sein, dass du, wenn es hier um Entscheidungen geht, gerade auch Entscheidungen in der Liebe, dass du die immer sehr rational triffst und auch vor allen Dingen ja mit klarem, befreitem Verstand. Ja, ja, 4 der Kelche, ihr Lieben. Ja, 4 der Kelche.
Da merkt man schon, dass es bei euch jetzt hier in der Liebe weitergeht. Hier geht es nämlich um Ablehnung, auch gewisses Genervtsein, kann man sagen. Du hast momentan keine Motivation und lehnst es ab. Du hast hier die Liebende, also die Partnerin, die dir einen Kelch halten will. Du schaust aber quasi ja einen starren Blick. Du interessierst dich quasi auch gar nicht für diese, die dir den Kelch reicht. Und hier kann ich dir nur sagen, ja, du lehnst eine Möglichkeit ab, was das Leben dir anbietet. Und hier bekomme ich definitiv rein, du sollst dir aber zugreifen, du sollst das nicht ablehnen. Und das betrifft definitiv dein Gefühlsleben. Ich bekomme hier auch gerade rein ein ganz neues Glück, aber eine alte Verletzung. Und hier kann dann gegenüber ein Fisch, ein Skorpion oder ein Krebs sein. Da das hier die Skorpionlegung ist, gehe ich mal davon aus, dass das deine Energie ist. Hier geht es um viel Gefühl, es fließt hier Wasser, also der Fluss des Lebens ist noch nicht gestoppt, aber du lehnst etwas ab aus Angst, vermutlich wieder verletzt zu werden. Das solltest du in diesem Fall aber nicht tun. Das ist der falsche Weg. Ja. Wird nochmal bestätigt durch zwei der Schwerter mit vier der Kelche. Zwei der Schwerter ist Luftenergie, Zwilling, Waage, Wassermann. Damit kannst du es zu tun haben, dass dein Gegenüber sein Herz blockiert hat. Die beiden Schwerter stehen für die Gedanken und du siehst ja, im Hintergrund haben wir sehr viel Wasser. Also auch wieder für die Gefühle, aber hier oben auch den Mond. Ja, der Mond ist im Tarot immer der Vernebler. Das heißt, du siehst Dinge hier möglicherweise nicht so klar, wie sie sind. Wenn du Dinge nicht ganz klar siehst, ist das auch immer sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil dir Fakten fehlen. Hier ist die Frage immer, warum du momentan eine Blockade hast. Es ist immer auch so eine Art Pausenkarte, ne? Und ich sage immer, du bist sehr verkopft. Weil, wenn immer diese Karte auftaucht, ist das für mich ein Zeichen, dass es entweder um zwei Partner geht, wo du dich nicht entscheiden kannst, hatten wir am Anfang schon, wenn du dich noch daran erinnerst, oder aber, das aber nur für einen kleinen Teil, oder aber, dass du momentan nicht auf deine Gefühle hörst, du lässt dich zu sehr von äußeren Erscheinungen ablenken und du hast momentan auch die, ja, du machst alles mit dem Verstand, aber du hast keinen Kontakt zu deinem Herzen. Das ist nicht im Einklang. Ja, okay, spannend. Der Wagen. Die Karte 7 in der großen Arkana. Ich sage immer, das ist der Umzugswagen, hatte ich auch schon in anderen Legungen schon heute. Wenn der Wagen kommt, geht es immer um Aufbruch. Du bist bereit, du willst losstarten. Und du hast dazu auch das nötige Durchsetzungsvermögen, einen gewissen Freiheitsdrang. Ja, und mit allen Ecken und Kanten, schwarzes Pferd, weißes Pferd, gehst du los. Die Richtung ist nur noch nicht ganz so klar, weil du siehst ja, das eine Pferd will in die rechte, das eine Pferd in die linke und wir haben ja auch den Mond. Das machst du hier bei Nacht. Hier unten ist aber auch Tag. Das heißt, du hängst noch zwischen zwei Stühlen. Es kann auch sein, dass zwischen euch eine geografische Distanz liegt. Oder aber, dass du auch eine Reise planst, dass du einen Tapeten wechseln möchtest, um einfach einen freien Kopf zu bekommen. Oder aber zu einer Person zu reisen. Ja, du machst dich auf. Du bist im Aufbruch. Das kann man hier definitiv schon mal erkennen, ihr Lieben. Ja, ich brauche mal weitere Klärungskarten hier. Liebes Universum, gib mir noch mal weitere Klärungskarten für mein Kollektiv der Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Liebes Universum, bitte weitere Klärungskarten für meine Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig? Und welche Botschaften darf ich denn weitergeben? Dankeschön. Da sind schon zwei Karten geflogen. Ah, drei Karten brauche ich noch. Ich möchte gerne fünf weitere haben. Drei, zwei bitte noch. Zwei Karten bitte noch, liebes Universum. Und eindeutige Danke und eindeutige Botschaften bitte. Ich muss die mal eben von der Reihenfolge her sortieren, sonst habe ich da gleich den Überblick verloren. Okay, eine weitere Karte bitte noch, liebes Universum. Eine weitere Karte bitte. Dankeschön. Ja, dann haben wir jetzt erstmal genug. Es ist eine mehr geworden, aber ich sag mal, auch die nehmen wir hier dankend an. Ja, wie geht's weiter? Drei der Schwerter. Drei der Schwerter, da geht es immer darum, um Liebeskummer. Deine Gedanken durchbohren. Dein Herz vom Kopf aus. Man kann auch sagen, du hast Scheuklappen auf. Du musst hier dein Herz aufweichen, damit du wieder deine Gefühle wieder in den Fluss kommen. Ja, es kann immer auch wieder für eine Dreiecksbeziehung stehen, bekomme ich hier schon wieder rein. Oder aber auch eine Person, die sich ständig in eure Beziehung mischt. Ja,
Es ist immer schön, wenn man einen Ratgeber hat, keine Frage. Aber wenn das zu viel wird und die sich ständig einmischen, weil die nichts Besseres zu tun haben, dann zieh gesunde Grenzen. Du sollst auf dein Herz hören und nicht auf ein anderes Herz. Du entscheidest, dein Leben, deine Entscheidung. Ja, wie geht's weiter? Die Königin der Stäbe ist übrigens meine Lieblingskönigin. Die Königin hat Feuer. Ja, ihr Lieben, bei der Königin der Stäbe ist es so, es geht hier um Einfühlungsvermögen. Da ist eine Person, die steht mit beiden Beinen im Leben und es ist eine wunderschöne Frau oder ein wunderschöner Mann. Ne? Die sind immer geschlechterneutral zu sehen, die Karten. Es geht um Willensstärke, Loyalität und Kreativität. Man kann sagen, da ist jemand, der hat seine Ideen, der ist auch sehr willensstark, die umzusetzen, ist allerdings auch manchmal aufbrausend. Aber eine sehr würdevolle Königin. Du hast schon Respekt vor dieser Person. Sie ist auch sehr einfühlsam. Und wir haben hier normalerweise auch immer, da ist sie, eine Katze. Die Katzen stehen ja in den alten Tarotkarten immer für Hexerei. Das heißt, man steht hierfür auch das Übersinnliche und sie kann dich auch verzaubern. Das ist auch die erotische Königin, weil sie normalerweise immer recht breitbeinig gezeichnet wird. Das fällt jetzt hier nicht so auf. Das heißt, sie verkörpert auch eine gewisse erotische, sinnliche Seite an ihr. Und hier kannst du dich mit deiner Kraft auf das Wesentliche konzentrieren und dein Leben auch in die eigene Hand nehmen. Möglicherweise hast du es hier mit einem Feuerelement zu tun, einem Schützen, einem Widder oder einem Löwen. Ja, und du stehst momentan vor zwei Entscheidungen. Das ist zwei der Münzen. Und du hast aber momentan Probleme, Entscheidungen zu treffen, was eigentlich zum Skorpion nicht so unbedingt passt. Du bist momentan in Stimmungsschwankungen und du musst zwischen zwei Optionen wählen. Das kann wegen der Liebe sein, auch eine Dreiecksbeziehung möglicherweise sein. Definitiv musst du zwei Entscheidungen treffen. Oder du hast zwei Optionen, eine Entscheidung. Und da tust du dich momentan sehr schwierig mit. Und immer wenn du kurz, bevor du sagst, jetzt die Entscheidung, so ist es, bist du wieder du ziehst es wieder zurück und sagst, nee, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Und das geht so, ja, wie die 8, die Lebenskarte, die 8 umgekehrt. Das geht momentan so unendlich gefühlt bei dir im Kopf weiter. Okay, warum ist das so? Der Hohepriester. Ja, der Hohepriester, auch eine Karte aus der großen Arkana, nämlich die Karte 5. Das ist ja immer ein sehr weiser Mensch, ein belehrender Priester. Er begleitet uns nach dem Sinn des Lebens und er spendet auch Trost. Und diese Schlüssel hier sehr, sehr schön groß gezeichnet, die symbolisieren zum einen, siehst du hier, in einem Schlüssel ist die Sonne, in dem anderen die Sterne. Hier ist beides vereint, die Tag, die Nacht. Der Kreislauf des Lebens und hier werden neue Türen für dich aufgehen. Ja? Es kann auch sogar für eine Hochzeit stehen. Das heißt, dass ihr bereit seid, die nächste höhere Stufe in der Liebe einzugehen und es ist auch die Schutzkarte des Himmels. Das heißt, der Himmel breitet seinen Schutz über euch, über eure Liebe aus. Ja? Es kann auch für einen Ratgeber stehen. Das kann ein Buch, ein Internetblog, ein Coach, ein Therapeut sein. Auf jeden Fall ist der Hierophant, steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Ja, Wahnsinn. Ass der Münzen, ihr Lieben. Ja, das Ass der Münzen, auch eine sehr schöne Energie, weil es auch sehr, sehr beständig ist. Bei dem Ass der Münzen geht es immer um tatkräftige Dinge, die zum Greifen da sind. Es geht was in Beständigkeit und es kommt ein Neubeginn auf dich zu mit einer Chance, die aus dem Nichts kommt. In der Liebe ist es jemandem sehr ernst. Auch hier sehe ich wieder das Thema Hochzeit. Es kommt auf jeden Fall eine sehr starke Stabilität in eure Beziehung. Beachte bitte, Münzenergie ist die langsamste Energie im Tarot. Das kann jetzt für Mai, Juni, Juli stehen. Ja? Okay. Der Ritter der Stäbe ist unterwegs zu euch. Ja, du siehst hier sehr fruchtbares Land. Hier ist der Sonnenuntergang und das Wasser mit sehr, sehr viel Gefühl. Und der Ritter ist im Galopp unterwegs. Und der Ritter der Stäbe, der symbolisiert ja das Feuer. Und hier geht es wirklich um Leidenschaft. Es wird dich jemand im Sturm erobern. Leidenschaft und Liebe, beides ist feurig unterwegs zu dir. Also umgesetzt kannst du sagen, mit Zuversicht kannst du auf etwas Neues, auf etwas Unbekanntes, auf eine dir noch unbekannte Situation zugehen. Und ja, es wird dich, wenn du zum Beispiel jetzt eine Frau bist, kann ich sagen, du wirst im Sturm erobert werden. Es gibt hier keinen
ja, wir lernen uns jetzt erstmal kennen und dann gehen wir noch 10-mal essen. Das wird hier sofort knallen. Also ich meine, gefühlstechnisch, ja, bitte nicht falsch verstehen. Und da könnt ihr euch beide auch von diesem leidenschaftlichen Angebot nicht abwenden. Für ganz, ganz wenige kann es auch für eine berufliche Veränderung stehen, ein Angebot, was hereinkommt. Und das kann dann eine Berufung sein, wo du Feuer und Flamme bist. Das können für einige wenige sein, ja. Aber hier würde ich eher sagen, es geht hier was konkret in Bewegung, eine sehr dynamische Kraft. Und ich bekomme hier auch gerade noch rein als Satz, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ihr lieben Skorpione. Ja, also wahnsinnig, was in der Liebe so ist. Übrigens Element Feuer, Schütze, Löwe, Widder. Ja, ich würde euch ganz gerne auch für euch eine Karte aus dem Merlin-Orakel nochmal ziehen, was das Orakel quasi für euch für einen Tipp hat. So, los geht's hier. Los geht's, wir starten hier. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Nein, Quatsch, das war jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt. So, ihr Lieben, was haben wir da? Ja, weiße Dame. Könnt ihr sehen? Ich hoffe. Ja, die weiße Dame. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Feenzauber begleiten dich und unterstützen, segnen deine Vorhaben. Öffne dich für die zarte, sehr sanfte Frequenz deiner Seele und lausche der leisen Stimme deines Herzens. Ja, achte auf deine Träume, gerade jetzt in der aktuellen Phase. Denk dran, der Merkur wird wieder rückläufig. Merkur, der Planet, ja, der für alles Unterbewusste in uns zuständig ist. Nutze die Eingebung, deine Träume und du wirst deine wahre Liebe finden, ihr Lieben. Eine wunderschöne Legung, wie ich finde. Ich würde natürlich mich freuen, wenn sehr viele von euch damit in Resonanz gehen konnten. Dann freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Ja, solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du demnächst auch zu denjenigen gehörst, die abonnieren, denn du verpasst kein Video mehr von mir und meinem kleinen Kanal hilft das natürlich auch weiter, diese Legung hier dir anzubieten. Und über nettes Kommentar, das wisst ihr, freue ich mich immer ganz, ganz besonders, ihr Lieben. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao, ciao.